Meine Damen und Herren, wir hatten heute einen Europäischen Rat in Form einer Videokonferenz und ich möchte mich beim Ratspräsidenten Charles Michel sehr bedanken, dass er diesen Europäischen Rat einberufen hat. Der zentrale Punkt unserer Diskussion war das Thema die Situation in Weißrussland, in Belarus. Und es liegt ja auf der Hand, die Bilder von Demonstranten, von den friedlichen Demonstrationen dort, haben uns in den letzten Tagen alle sehr bewegt. Der Mut derjenigen, die friedlich demonstriert haben, hat uns beeindruckt. Und wir haben heute gemeinsam im Europäischen Rat zum Ausdruck gebracht, und das sage ich natürlich auch für die deutsche Bundesregierung, wir stehen an der Seite der friedlich Demonstrierenden. Es gab in den letzten Tagen schon einen sehr engen Kontakt, auch von mir persönlich, mit vielen Mitgliedstaaten. Und ich möchte mich insbesondere bei Litauen bedanken, die Oppositionsführerin Frau Tichanowskaja aufgenommen haben, aber auch sonst sehr viel leisten bei der Unterstützung der Zivilgesellschaft in Litauen und genauso bei Polen. Es gibt für uns als Mitglieder des Europäischen Rates keinen Zweifel daran, dass es massive Regelverstöße bei den Wahlen gegeben hat. Die Wahlen waren weder fair noch frei. Und deshalb kann man die Ergebnisse dieser Wahlen auch nicht anerkennen. Und wir haben heute in einer gemeinsamen Botschaft der Mitgliedstaaten sehr klar gesagt, wir verurteilen die brutale Gewalt gegen Menschen, genauso wie die Inhaftierung und Gewaltanwendung gegen Tausende von Weißrussen. Wir fordern das Regime oder die Regierung von Herrn Lukaschenko auf, die Gewaltanwendung zu unterlassen. Meinungsfreiheit muss garantiert sein, das Recht auf Demonstrationen ebenso. Und unsere Forderung geht auch in Richtung von unabhängigen Medien, über die sich die Menschen informieren können müssen. Alle Gefangenen müssen freigelassen werden, und zwar bedingungslos. Und wir setzen uns ein für einen nationalen Dialog, wie er ja auch von der Opposition in Belarus vorgeschlagen wird, und das muss ein inklusiver Dialog sein, an dem auch alle beteiligt sein können. Die Akteure, die an einem solchen Dialog teilnehmen müssen, frei handeln können, und wir könnten uns seitens der Europäischen Union vorstellen, dass die OSZE hierbei eine wichtige Rolle spielen könnte, genauso wie die Organisation ODIHR bei der Untersuchung der Wahlen. Wir haben uns ähnlich wie die Außenminister dafür eingesetzt, noch einmal das zu verstärken, was die Außenminister schon beschlossen haben, nämlich gezielte Sanktionen, die jetzt nicht die Bevölkerung Weißrusslands treffen, sondern die ausgerichtet sind auf diejenigen, die für Gewalt und Inhaftierungen und für die Wahlfälschung Verantwortung tragen. Die Europäische Union will im Rahmen des Programms der östlichen Partnerschaft der Zivilgesellschaft in Belarus auch Unterstützung zukommen lassen. Aber für uns ist vollkommen klar, Weißrussland muss seinen Weg für sich alleine finden. Es muss über Dialog gehen innerhalb des Landes und es darf keine Einmischung von außen geben. Die Menschen in Weißrussland wissen, was sie wollen, was gut für sie sind. Und deshalb wollen wir einen unabhängigen Weg für Weißrussland, in dem selber im Land entschieden wird, wie die politischen Gegebenheiten sind und wie gesagt auf einem friedlichen Wege und über Dialog. Das war der wesentliche Punkt unserer Diskussion. Wir hatten dann über zwei andere Punkte gesprochen. Einmal über die Situation in Mali. Der französische Präsident hat hier insbesondere berichtet, weil er auch durch die sehr hohe Truppenpräsenz und die sehr engen Beziehungen in die Sahelzone und auch zu Mali natürlich in besonderer Weise betroffen ist. Wir verurteilen den Militärputsch. Wir setzen uns ein für Stabilität in Mali und für friedliche Verhältnisse. Es muss im Fokus stehen der Kampf gegen den Terrorismus in dem Land. Und wir unterstützen die Bemühungen der Regionalorganisation ECOWAS, hier wieder zu einer politischen Lösung zu kommen. Ich glaube, das ist das, was jetzt ganz wichtig ist, dass die ECOWAS-Mitgliedstaaten hier politisch allen Einfluss nehmen, damit es zu einer möglichst guten Lösung kommt, die eine friedliche Situation unterstützt. Der dritte Punkt war die Situation im östlichen Mittelmeer.
Wir haben unsere gemeinsame Besorgnis über die Spannungen im östlichen Mittelmeer ausgedrückt. Es müssen alle Bemühungen unternommen werden, die Situation zu deeskalieren. Sie ist sehr gefährlich. Wir haben unsere Solidarität mit Griechenland und Zypern, sofern es um ihre Rechte geht, ausgedrückt. Und wir haben noch einmal darauf verwiesen, dass wir auf dem Sonderrat des Europäischen Rates im September uns dann vertieft mit unserem Verhältnis auch mit der Türkei befassen werden, was natürlich sehr viele Facetten kennt. Deutschland, das wissen Sie, setzt sich ein dafür, dass wir wieder zu einem Dialog kommen über die strittigen Fragen der maritimen Grenzziehungen. Diesen Dialog gab es bis 2016. Aus unserer Sicht muss er insbesondere auch zwischen Griechenland und der Türkei wieder aufgenommen werden. Aber man muss trotzdem aufs Äußerste besorgt sein über die Spannungen. Und wir werden vertieft darauf im September zurückkommen. Das war der Bericht über das, was wir heute diskutiert haben. Und damit stehe ich Ihren Fragen zur Verfügung. Frau Merkel, kurz zu einem Thema, was eigentlich bei der EU-Ratspräsidentschaft ja im Mittelpunkt auch stehen sollte, Klima. Da haben Sie morgen Greta Thunberg eingeladen ins Kanzleramt. Es gab schon vorher auch von Thunbergs Seite Kritik daran, dass immer noch viel zu wenig passieren würde. Mit was gehen Sie da rein? Was können Sie den engagierten jungen Frauen, die Sie da vier morgen besuchen werden, was können Sie ihnen anbieten, was zum Beispiel Fortschritte, Klimaschutzzielverschärfung 55% EU-weit angeht? Also es gab einen Wunsch von Frau Neubauer, der an uns herangetragen wurde für ein solches Gespräch. Und deshalb möchte ich mich diesem Gespräch nicht verweigern, sondern freue mich, wenn der Wunsch nach diesem Gespräch besteht. Er hat sicherlich zu tun mit der Tatsache, dass Deutschland jetzt die Ratspräsidentschaft hat. Sie wissen, dass wir reagieren können ja nur auf die Vorschläge der Kommission. Ich werde also deutlich machen, in welchem Arbeitsstand die Kommission jetzt ihre Vorschläge hat. Herr Timmermans, der Vizepräsident der Europäischen Kommission und Verantwortliche dafür, macht ja eine sogenannte Impact-Studie, bevor er die Kommission mit ihren Vorschlägen kommt. Das heißt, die Auswirkungen auf die verschiedenen Gegebenheiten, Wirtschaft, Landwirtschaft und Ähnliches, wird nochmal evaluiert. Es trifft sich vielleicht gut, dass wir heute unseren Klimabericht 2019 durch die Umweltministerin vorgestellt bekommen haben. Und dass wir der Zielerreichung 2020 vielleicht doch näher kommen, allerdings durch einen Umstand, den wir auch nicht begrüßen können. Aber man sieht daran, dass man diese Ziele natürlich auch erreichen kann. Und wir müssen sagen, darauf werde ich dann auch verweisen morgen, dass das Thema Zertifikatehandel eigentlich sich doch jetzt in den letzten Monaten und Jahren sehr gut entwickelt hat, weil wir endlich auch einen signifikanten Zertifikatepreis haben, was dazu geführt hat, dass nicht nur Corona-bedingt, sondern auch durch den Preis des CO2 die Exporte von deutschen Braunkohlekraftwerken ins europäische Ausland zurückgegangen sind, was dann bei uns auch zu einer Senkung der CO2-Emissionen geführt hat. Frau Bundeskanzlerin, eine Frage zu Belarus. Russland hat heute nochmal, gestern auch, vor einem Eingreifen des Auslandes gewarnt. Ich hätte ganz gerne bei Ihnen konkreter nochmal nachgefragt, was kann die EU, was kann Deutschland tun, um die Oppositionsbewegung, an deren Seite die EU ja steht, wie Sie gesagt haben, ganz konkret zu helfen? Also gibt es da Möglichkeiten, ohne dass man ein Eingreifen Russlands provoziert? Und sehen Sie für sich selbst auch eine Vermittlungsrolle in diesem Konflikt? Also ich persönlich habe mich ja um ein Telefonat mit dem Präsidenten Lukaschenko bemüht. Das ist leider nicht zustande gekommen. Genauso hatte ich um ein Telefonat mit Präsident Putin gebeten. Dieses Telefonat, wie Sie wissen, hat stattgefunden. Dort haben wir diese Fragen natürlich auch ausführlich diskutiert. Ich habe ja nicht umsonst gesagt, dass Weißrussland selbst seinen Weg bestimmen muss. Das heißt, wir können das tun, was wir immer tun, helfen, eben auch durch Programmelemente der östlichen Partnerschaft, faire Chancen auch für diejenigen, die in der Zivilgesellschaft ihre Meinung zum Ausdruck bringen, zu geben, also Unterstützung, zum Beispiel durch Programme. Aber
wir werden sehr darauf achten, dass nicht wir für Weißrussland erklären, was dort zu tun ist, sondern dass Weißrussland, dass die Opposition in Belarus selber erklärt, was sie möchte. Eine Vermittlungssituation sehe ich zurzeit nicht, denn der Präsident Lukaschenko hat ja jegliches Telefonat abgelehnt, was ich bedauere. Und vermitteln kann man ja nur, wenn man mit allen Seiten im Kontakt ist. Aber wir werden alles tun von unserer Seite, um für einen nationalen Dialog zu werben. Frau Bundeskanzlerin, Oppositionsführerin Tichanowskaja hat ja die EU dazu aufgefordert, das Ergebnis der Wahl nicht anzuerkennen. Und Sie sagten ja auch, das Ergebnis kann nicht anerkannt werden. Heißt das, dass Präsident Lukaschenko aus Ihrer Sicht und aus Sicht der EU nicht mehr legitimer Präsident Weißrusslands ist? Und nochmal anschließend an die Frage von Herrn Rinke, wie groß sehen Sie denn umgekehrt die Gefahr eines russischen Eingreifens in Belarus und wie würde die EU darauf reagieren? Also hypothetische Fragen werde ich jetzt nicht beantworten. Wir sind mit Russland ja im Gespräch, um genau dies zu verhindern. Der Außenminister Lavrov hat ja dazu heute auch Stellung genommen. Russland und Weißrussland sind durch sehr enge Verträge miteinander verbunden und dennoch haben wir deutlich gemacht, dass ein militärisches Eingreifen von Russlands Seite natürlich die Situation sehr viel verkomplizieren würde. Deshalb setze ich mich auch dafür ein, dass Weißrussland seinen Weg selber findet. Im Übrigen sind große Teile der Opposition, richten sich ja gar nicht gegen Russland, das muss man ja einfach sehen, sondern sie richten sich gegen die Praktiken des Präsidenten Lukaschenko. Die Wahlen sind nicht fair gewesen, sie sind nicht frei gewesen, das bleibt jetzt erstmal zu konstatieren. Dennoch ist Herr Lukaschenko noch da und wenn ich zu einem nationalen Dialog aufrufe, dann natürlich auch unter Beteiligung derjenigen, die heute dort die Macht haben. Das heißt, es ist eine komplizierte Situation, aus der man möglichst friedlich einen Weg finden muss. Frau Bundeskanzlerin, welche Auswirkungen hat der Putsch in Mali auf die Militärpräsenz von EU-Staaten in der Region? Erst einmal hat der Putsch im Augenblick noch keine Auswirkungen. Die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja gesagt, die Soldaten sind in ihren Kasernen. Es sind sowieso im Augenblick recht wenige da durch die Corona-Situation. Die MINUSMA-Mission ist ja weit entfernt von Bamako. Und insofern beobachten wir die Lage natürlich sehr aufmerksam, sind auch mit Frankreich in engem Kontakt. Aber zur Stunde hat es keine Auswirkungen auf die Tätigkeit der Soldaten. Wir werden aber alles tun, damit deren Sicherheit auch weiter gewährleistet ist. Dankeschön.